Und weiter geht die Reise. So, wir müssen Coyote finden und Paco muss leider überleben. Das könnte schwierig werden. Hey du! Psst! Die Frau kratzt sich nervös im Gesicht und im Hals. Bitte, hast du ein paar Nuyen für mich? Was kannst du mir als Gegenleistung bieten? Ich hab nichts, was ich dir geben könnte, Mann. Es geht alles für die BTL drauf. Bitte nur ein paar Nuyen. Ich könnte dir mal ein paar Informationen geben. Ja, nein, zum Teufel, was willst du hören? Ich sag dir alles. Sie geht auf die Knie und fleht dich an. Oh, sorry, ich kann dir nicht helfen. Aber es macht doch keinen Sinn, die BTL sind hier. Ich brauche nur etwas. Sie kollabiert. Okay, scheint sich um ein Chip-Labor zu handeln. Better than Life Chips, die hier produziert werden. Na, da ist nur Gerümpel. Trauriger alter Mann in einer Kutte. Oh, mehr von denen. Mit halbgeschlossenen Augen blickt er euch entgegen. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich will keinen Ärger. Hast du was Besonderes gesehen? Ja, an diesem alten Körper ist alles hinüber, außer meine Augen und Ohren. Es gab... viel zu schnell. Hübsches junges Ding, vorbeigekommen. Keine Ahnung, wie sie nach oben gelangt ist. Aber es fielen deutlich mehr Schüsse als sonst. Was ist passiert? Ein paar von den Stevies Leuten sind vorbeigekommen und haben gefragt, ob irgendwer was gesehen hat. Wo steckt Stevie? Er hat den ganzen oberen Stock für sich. Hat sich für eine Art, hält sich für eine Art König hier. Sie ist meine einzige Spur. Ihr wart echt nett zu mir, aber ich kann euch nicht mit Stevie. Ich kann mich nicht mit Stevie J anlegen. Danke für die Hilfe, du hast bereits mehr als genug getan. Das Tor ist zu. In der Wand hinter diesem alten Schrank scheint sich ein Loch zu befinden. Verschiedene Schrank zur Seite. Die Wand ist ziemlich baufällig. Durch ein Loch kannst du eine wackelige Treppe sehen, die nach oben führt. Ach, da logen wir doch durch, würde ich sagen. Die Wand ist ziemlich unauffällig, ziemlich baufällig. Durch ein Loch kannst du eine wackelige Treppe sehen, die nach oben führt, aber zu der man anscheinend nur durch die zugesperrte Wohnung nebenan gelangt. Was willst du jetzt? Ich kann dir nicht helfen. Stevie J würde mich in seine Hunde verfüttern. Ja, wir haben weder genug Stärke noch Charisma, ihn zu überzeugen. Das heißt, wir müssen das dann selbst probieren. Dann gehen wir mal dorthin, wo wir nicht gewesen sind. Hör auf mit dem Gebälde, der Junge hat Schulden und die bezahlt er jetzt. Sagt Riker. Bitte, Riker, nein, er ist mein Sohn. Schwing deinen Arsch zurück in deine Absteige, bevor ich dir irgendwas breche. Ich kann ihn auch nicht nach oben schicken. Willst du, dass ich ihn Stevie überlasse? Vielleicht nachdem er dieses Mädchen getötet hat, das wir gefangen haben. Du Schwein, gib mir sofort Zipper zurück, oder? Oder du blutest mir aufs Hemd? Zipper ist so gut wie tot. Beschaff dir ein neues Balg.
Er bedeckt sein Gesicht mit seinen Händen. Oh Gott, nein, bitte nicht. Naja, vielleicht können wir ja was für den Vater tun. Der hilft uns dabei, da irgendwie reinzukommen in das Stockwerk. Simp. Das ist mein Zuhause, hau ab. Worum ging's gerade? Wieso kümmert dich das? Es ist mein Sohn. Dieser Bastard hat sich meinen Sohn geschnappt. Einer von Stevie J's Lakaien, Riker. Er ist für dieses dreckige BTL-Absteiger am anderen Ende des Ganges verantwortlich. Mein Sohn Zipper, er ist ein kein besonders starker Junge und Riker weiß ganz genau. Hat er mit diesen verdammten Chips angelockt. Better than life? Ha, dass ich nicht lache. Und jetzt foltern sie ihn da drunten. Wieso sollten sie das tun? Diese kranken Kerle haben da drüben einen Sims in Aufnahmestudio. Ich habe sie darüber reden gehört, dass sie einen besonders Gast oben im Penthouse haben. Sie wollen sie mit dem letzten Atemzug meines Sohnes foltern. Das muss Coyote sein. Sie halten sie da oben gefangen. Reiß dich zusammen, Paco. Ja, du hast recht. Was ist mit meinem Sohn? Mal sehen, was wir für deinen Sohn tun können. Danke, Mann. Okay, helfen kann er uns nicht, aber wir haben jetzt eine weitere Aufgabe am Bein. Wie das halt mit so, mit dem Daily Hero ist, wa? Ja, da ist auch schon die Zentrale. Aufnahmezentrale. Hey, fass das nicht an. Dich habe ich ja noch nie gesehen, Mann. Hast du irgendwas Besonderes vor? Ein Schrei halt durch die Leitungsrohre der einstürzenden Bärenwände. Es ist schwer zu sagen, wo er herkam. Bist du was am Aufnehmen? Das bin ich, und zwar mit brandaktueller Ausrüstung, wenn du das glauben willst. Wie wär's mit einer Tour durch deine Studios? Hör zu, Mann, ich habe viel zu tun. Verpiss dich. Bist du ja wieder. Ich muss in den oberen Stock. Ohne Stevie J's ausdrückliche Erlaubnis kommt da keiner hoch. Wie wär's, wenn du hier unten bleibst und dir ein bisschen Spaß gönnst? Du willst mir helfen, hochzukommen. Du lebst ganz schön gefährlich, du Idiot. Weißt du nicht, wer Mr. J ist? Er ist der Kerl, der Idioten mit dich als Fußabtreter verwendet. Aber du bist gerade hier und nicht Stevie. Greif ihn! Ja, ich muss Stevie Bescheid sagen. Der Hund will die warnen. Na, können wir mal gucken, was Paco so auf dem Kasten hat. Können nicht sehen, wo sich der Riker auffällt. Wir laufen bis ganz ins Ende, um den einzelnen Weg abzuschneiden. Oh ja, der ist schon recht weit gekommen. Schüsse gingen jetzt daneben. Okay. Hätten wir zumindest mal ein bisschen die Visage eingedrückt. Aber der wird es wahrscheinlich bis zum Aufzug schaffen. Aber Paco muss den irgendwie im Nahkampf binden. Kommt aber augenscheinlich nicht hin. Okay, wir haben ihn jetzt soweit, dass er sich eher mit uns beschäftigt.
Oh oh, aber den Fahrzeug, den Fahrstuhl, den Lift schon bereits gerufen. Gucken, ob die Herrschaften, ja, okay, da kommen sie bereits angelaufen. Sah nach einem Zwerg oder einem Menschen aus. Ich glaube, wir entscheiden uns einfach mal hier in Deckung zu gehen und auf die Knallerbsen zu warten. Paco wird hier am sinnvollsten, den neben der Tür zu postieren. Weil der gute Herr nur mit einem Baseballschläger bewaffnet ist. Entscheiden Sie mal dann doch dann für sichere Deckung. Der Zwerg ist in Range. Aber keine direkte Sicht. Zumindest nicht für Ghost Make-up. Paco scheint ihn zu sehen. Granate könnte mir vielleicht in den Sinn kommen. Nee, doch nicht. Oh! Da hätten sie uns fast in die Zange genommen. Einen hat's mir direkt weg. Okay, jetzt haben wir den auf jeden Fall schön in die Ecke gelockt. Auch Glück gehabt, wie die Zwerge sind. Die halten natürlich einiges aus. Okay, ein Verfehler. Das war's dann auch für den Zwerg. Haben wir da einiges wegstecken können. Da sind die ganzen BTL-Junkies alle weggetreten. So, kommen wir jetzt da in das Zimmer rein? Ja, anscheinend schon. Wir können auf den Computer zugreifen. Gucken uns erstmal die BTL-Bibliothek an. Es gibt eine Vielzahl von BTLs aus verschiedenen Themenbereichen. Oh, wir gönnen den ganzen Junkies mal eine fröhliche Bell-the-Life-Sim. Jetzt können wir, glaube ich, ins Aufnahmestudio rein. Und veranlassen einen Neustart. Tekla, wer bist du? Verzeih dich, siehst du nicht, dass ich hier arbeite?
Ich muss dich leider töten. So, Riker. Quatsch. Paco, sieh zu. Stehen und uns hinter ihn stellen. Das heißt, wir machen da erstmal die Vorhut. Sauber. Und ein saftiger Schuss hat den Labormenschen erstmal weggenatzt. Jetzt müsste Riker noch irgendwo sein. Ne, doch nicht. Ach, Riker vorher schon erwischt, ne? Okay, Bedell-Aufnahmen haben wir da mitgenommen und das scheint der Sohn zu sein, Zipper. Ich weiß nicht, wer du bist, aber danke. Du hast dieses Mal Glück gehabt. Uff, ich glaube nicht, dass ich mich bewegen kann. Kannst du vielleicht meinen Vater rufen? Ach, das auch noch. Vielleicht hilft uns ja der Vater, hat er zumindest ein ordentliches Schwert auf dem Rücken geschnallt. Habt ihr meinen Sohn schon gerettet? Ja, aber es geht nicht besonders gut. Vielen, vielen Dank. Ah, ich will noch eine Kampfstimulanz. Einfach mein Inventar klumpig mit verschiedenen Kampfstimulanzen voll. Gut, wird Zeit ins obere Geschoss zu fahren. Die Konsole scheint zum Aufzug daneben zu gehören. Sie ist mit einem Ziffernblock versehen und wir geben das Passwort ein, was wir glaube ich vorher aufgehoben haben. Wir können jetzt in die Penthouse-Etage fahren. Ja, laber mal, Paco, laber mal. Hast du dein eigenes Leben nicht im Griff? Stevie J's Penthouse könnte vor langer Zeit einmal schön ausgesehen haben, stilvoll sogar. Doch jetzt scheint das flackernde Licht der Neonröhre nur auf zerfetzte Möbel, Berge an Müll und Kisten, die wer weiß was enthalten. Dennoch, im Vergleich mit dem Rest des Gebäudes gleicht das Penthouse einem Palast. Der einzige Makel an diesem scheinbaren Luxus ist der Schmerzensschrei einer Frau, gefolgt von Gelächter. Jemand wird von zum Vergnügen gefoltert. Ein Geruch von Kabelbrand liegt in der Luft. Ah, wir bewegen uns vorsichtig vor. Wir haben gerade hier auf den ersten Metern kein bisschen Deckung. Sie sind hier! Okay, man hat uns erwartet. Das scheint ein Ork zu sein. Denkst du wirklich, du kannst hier einfach reinkommen in meiner Bude rumballern? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Kommt die kratzige, entnervende Stimme von Stevie J. Du bist der Typ, der gleich tot ist. Tja, was machen wir jetzt? Ein Schritt vor dem Fahrstuhl.
kann sich auch erstmal vor ihn stellen als Fleischschild. Gut, der Affe wirft erstmal eine Granate, warum nicht? Schafft es Paco nicht ganz, den Troll oder Ork umzunatzen. Dann müssen wir es mal eben selbst machen. Und das ist auch schon CVJ. Und wirft jetzt nochmal eine Granate. Natürlich. Heute ist Granatentag. Alles zum halben Preis. So, räche dich. Paco, räche dich. Der steckt auf jeden Fall einiges weg, der gute Skiwi. Oh, Paco hat gerade einen ganz schweren Treffer abbekommen. Wir müssen auch nachladen, leider. Vielleicht kriegt sie auch Paco selbst hin. Nein, tut er nicht. Vielleicht kloppt man einfach mit dem Nahkampf um. Ne, haben wir mal einfach nachgeladen. Da jetzt Paco, schnappen dir. Jawohl. Aber nein, ich kann nicht. Deinem blutigen Gurgeln verabschiedet sich Stevie J. Und ward nicht mehr gesehen. Trotzdem noch weitere Schergen auftauchen, weil wir immer noch das begrenzte Bewegungsrepertoire haben. Oh ja, hier ist noch eine Magierin. Ne, Magier. Paco geht's überhaupt nicht gut. Sollten wir auch jetzt erstmal in Sicherheit bringen. Ab in die Fleischküche mit ihnen. Und der hat Gott sei Dank zwei Medkits dabei. Leider keine Deckung auf dem Vormarsch. Oh, das waren zwei gute Treffer. Paco kommt sogar hin und kann noch einen Schlag landen. Sehr schön. Den hat er ausgenockt. Vielleicht sollte man nochmal nachladen. Nur mal so als Tipp an mein vergangenes Ich.
Okay, wir haben die Passcodes. Nicht gerade unwichtig. In dem Fall von nochmal der zweite Medkit rein. Noch mehr Verstärkung aus, da sind Barrikaden errichtet. Okay, da sind die Höllenhunde. Untergebracht. Hinter den Gitterstäben ist ein stinkendes Loch voller verbranntem Fleisch und Hundekot. Ein gewaltiger, mit Peitschen namenbörsierter Höllenhund begrüßt dich mit einem tiefen Knurren. Die Augen eines zweiten Höllenhundes leuchten teuflisch aus einer Ecke heraus. Wir schieben das Zebrafleisch durch. Die Höllenhunde verschlingen das Zebrafleisch in nur wenigen gewaltigen Bissen und geben ein zufriedenes Knurren von sich. Lassen die Türen erstmal zu. Müssen wir wahrscheinlich da durch. Augenscheinlich. Das muss wehgetan haben. Wir haben Coyote gefunden. Alex. Ein schönes Fund abbekommen. Und Paco kommt da vielleicht auch noch hin.